Wenn du am Rand der Klippe stehst und in den Abgrund unter dir blickst, ist die erschreckendste Erkenntnis nicht, dass du fallen könntest. Es ist die, dass du springen könntest. Der höchste Berg der Welt ist mit über 8800 Metern der Mount Everest. Die Höhenzonen des monumentalen Berges, besonders die Region zwischen 7000 Metern und der Bergspitze, zählen zu den gefährlichsten und lebensfeindlichsten Gebieten der ganzen Erde. In diesen extremen Höhen gibt es nur etwa ein Drittel des Sauerstoffs, den man auf Meereshöhe einatmet. Kletterer müssen oft zusätzlichen Sauerstoff mitführen, doch auch das ist keine Überlebensgarantie, da die extreme Kälte von durchschnittlich minus 30 Grad und der geringe Luftdruck die Versorgung gefährden. Außerdem werden die Wetterverhältnisse in hohen Höhen schier unberechenbar. Massive Stürme mit hohen Windgeschwindigkeiten drohen permanent, den Kletterer von den Hängen zu reißen. Kurz gesagt, um sich dieser Herausforderung zu stellen, sollte man ein wirklich erfahrener Profi sein. Auch unter Nichtbergsteigern ist bekannt, dass eine Erklimmung des Everest zu den größten Leistungen zählt, die ein Mensch erbringen kann. Und so wurden auf seinem Gipfel schon einige Heldengeschichten geschrieben. Am 29. Mai 1953 gelang Edmund Hillary und Tenzing Norgay die Erstbesteigung des Gipfels. Bei uns Deutschen natürlich auch kulturell sehr relevant ist natürlich Reinhold Messner, der am 8. Mai 1978 zusammen mit Peter Habeler das erste Mal den Gipfel des Everest erreichte, ganz ohne zusätzlichen Sauerstoff zu verwenden. Mittlerweile haben schon über 8000 Bergsteiger den höchsten Berg der Welt bezwungen. Doch bedenkt man die harschen Bedingungen des Aufstiegs und den Wagemut einiger Menschen, so ist es unabwendbar, dass einige Expeditionen zur Spitze zwangsläufig schiefgehen müssen. Zwischen 7.000 und 8.000 Höhenmetern beginnt die sogenannte Todeszone. Hier wird die Welt karg und fremd, keine Tiere, keine Pflanzen, eingehüllt ins ewige Eis. Es ist fast so, als habe der Mensch niemals einen Fuß an diesen gottverlassenen Ort setzen dürfen. Die Luft wird dünn, jeder Atemzug wird zum Kampf, Kälte schneidet durch die Haut und das Sichtfeld verengt sich. Hier oben verliert man die Sicherheit, die man auf festem Boden fühlt. Dein Leben ist plötzlich ungewiss, denn jeder Schritt könnte dein letzter sein. Die Todeszone wird so bezeichnet, weil es hier für einen normal akklimatisierten Menschen nicht mehr möglich ist, sich ordnungsgemäß zu regenerieren. Auch nicht mehr ohne zusätzliche körperliche Anstrengung. Der Sauerstoffgehalt des Blutes sinkt auf einen kritisch niedrigen Wert, sodass der Körper unweigerlich abbaut und eine Überlebenszeit von mehr als 48 Stunden extrem unwahrscheinlich wird. All diese Umstände sorgen dafür, dass der Everest noch immer jedes Jahr einige Leben fordert. Die meisten Bergsteiger verunglücken in der Todeszone, wodurch sie sich ihren Namen mehr als verdient hat. Das ist die dunkle Seite des Everest. Im April diesen Jahres brach ein Team von 13 nepalesischen Militärs zum Mount Everest auf. Ihre Aufgabe war es, im Rahmen einer Säuberungsaktion tonnenweise Abfälle vom höchsten Berg der Welt zu holen. Weniger im Fokus stand die zweite Aufgabe des Teams. Sie sollten die Spitze des Berges auch von Leichen säubern. In den letzten 100 Jahren der Bergsteigungsgeschichte übte der Everest eine gigantische Faszination aus. Er verspricht Abenteuer und den Ruhm, zu einer exklusiven Gruppe von Menschen zu gehören, die es bis zum Dach der Welt geschafft haben. Über die Faszination des Giganten reden alle gerne, über die Folgen einer gescheiterten Expedition nicht. Fakt bleibt, die meisten Toten liegen noch immer am Berg, prozentual am meisten auf den letzten 300 Höhenmetern in der sogenannten Todeszone. Den Everest zu besteigen ist eine schwierige Aufgabe. Einen Menschen vom höchsten Berg der Welt zu bergen, ebenso. Am schwierigsten wird es, eine Leiche zu bergen. Die meisten Verunglückten kommen also nie wieder zurück. Aufgrund dessen ist über Leichen gehen am Everest keine bloße Metapher, sondern eine wirklich reale Situation, der Bergsteiger buchstäblich ins Auge sehen müssen. Am 10. Mai 1996 begann ein Expeditionsteam des indotibetischen Grenzschutzes ihren Aufstieg zum Gipfel des Everest.
nicht wissend, dass dies einer der tödlichsten Tage in der Geschichte des Berges werden sollte. Während des Aufstiegs verschlechterten sich die Wetterbedingungen dramatisch. Ein schwerer Schneesturm zog auf, begleitet von eisigen Winden und schlechter Sicht. Das Wetter macht es für Kletterer fast unmöglich, ihren Weg zu finden oder ihre eigene Sicherheit zu garantieren. In der Nähe des Gipfels teilte sich das Team. Während einige zurückkehrten, setzte der Inder Cewang Paljor mit zwei weiteren Kletterern den Aufstieg fort. Er erreichte den Gipfel des Berges tatsächlich, doch auf dem Rückweg geriet er in Schwierigkeiten. Im tobenden Schneesturm verlor er vermutlich die Orientierung und kämpfte ums Überleben. Er versuchte, sich in einer Felsennische Schutz zu suchen, doch die Umstände waren zu extrem. Einen Tag nach der Expedition startete ein japanisches Bergsteigerteam zum Gipfel. Während des Aufstiegs stießen sie auf drei verunglückte Inder, welche sich in extrem schlechter Verfassung befanden, aber noch lebendig waren. Die Japaner unternahmen keinen Rettungsversuch und stiegen weiter. Auf ihrem Rückweg waren die Inder verstorben oder nicht mehr aufzufinden. Cewang Paljor verstarb in einem Felsvorsprung auf der Nordroute in etwa 8500 Metern Höhe. In den Jahren darauf wurde Cewangs Körper zu einem stummen Zeugen der Gefahren des Everest. Sein Leichnam, der im ewigen Eis mumifiziert wurde, lag an einem prominenten Ort auf dem Nordgrat des Berges und wurde als Green Boots bekannt, benannt nach seinen prominenten grünen Stiefeln. Sein Körper diente jahrelang als morbider Orientierungspunkt für andere Kletterer, die den gefährlichen Pfad in Richtung Gipfel wählten. Unzählige gingen über die Jahre hinweg noch an ihm vorbei. Am 10. und 11. Mai 1996 wurden mehr als 30 Bergsteiger von einem plötzlichen Wetterumschwung überrascht. Neben Cewang Paljor verloren noch 7 weitere ihr Leben, unter anderem 3 erfahrene Bergführer. Ähnlich wie Green Boots erlangte auch eine deutsche Bergsteigerin nach ihrem Tod auf dem Everest morbide Berühmtheit. Am 2. Oktober 1979 erreichte Hannelore Schmatz zusammen mit einem Team, darunter ihr Ehemann, den Gipfel des Mount Everest. Zu diesem Zeitpunkt war sie die 4. Frau, die es bis auf den höchsten Punkt der Erde geschafft hatte, sogar die allererste Deutsche. Doch der Aufstieg stellte nur den ersten Teil der Herausforderung dar. Wie bei vielen Everest-Besteigungen sind es oft die Abstiege und die sich verschlechternden Bedingungen, die das Schicksal der Kletterer besiegeln. Als Hannelore zusammen mit ihrer Gruppe den Gipfel verließ, waren sie bereits extrem erschöpft. Das immer schlechter werdende Wetter machte den Rückweg lebensgefährlich. Zusammen mit einem amerikanischen Bergsteiger namens Ray Janet schlug Schmatz ein Lager auf. Die gnadenlosen Bedingungen der Todeszone zerrten an den Kraftreserven der Bergsteiger, bis sie schließlich ausgezehrt waren. Janet war der Erste, der aufgrund von Erschöpfung und Kälte starb. Obwohl ihr Sherpa-Führer sie drängte, weiter abzusteigen, entschied sich Hannelore, eine Pause einzulegen. Ein folgenschwerer Fehler. Kurz nachdem sie sich hingesetzt hatte, um sich auszuruhen, erlag sie ihrer Erschöpfung. Ihr Leichnam blieb bis zum heutigen Tage auf dem Berg. Anfangs noch direkt neben der Route, die viele Bergsteiger auf dem Weg zum Gipfel passieren. Besonders schockierend war, dass Schmatz aufrecht sitzend, mit dem Rücken an ihrem Rucksack, den Augen offen und mit wehendem Haar gefunden wurde, als ob sie wirklich nur kurz eine Pause eingelegt hätte. Auch sie wurde mumifiziert und diente jahrelang als düsterer Wegpunkt für die aufsteigenden Kletterer. Manche fühlten sich gar von ihren offenen Augen verfolgt, was man auf Halluzinationen infolge der Höheneinwirkung zurückführte. Nur 5 Jahre nach dem Tod von Hannelore Schmatz brach eine Expedition der nepalesischen Grenzpolizei zum Gipfel des Everest auf. Bei ihrem Versuch, den Leichnam von Schmatz zu bergen, stürzten 2 Männer, verunglückten und starben ebenfalls auf diesem ewigen, eisigen Friedhof. Heute ist die Position ihres Leichnams unbekannt. Wahrscheinlich haben Stürme ihn über die Ostwand den Berg hinuntergeweht. Diese extreme Höhe des Mount Everest löst tiefe existenzielle Gefühle in mir aus. Die Einsamkeit, die Kälte und das Wissen, dass Rettung in diesen Höhen kaum möglich ist, gibt mir das Gefühl von Verlorenheit. Es ist ein Ort, an dem das Ego verblasst, an dem der Mensch im Angesicht der überwältigenden Natur klein und machtlos erscheint. Für jemanden wie mich kann diese Erkenntnis beängstigend sein.
Für andere jedoch bietet sie eine Art spirituelle Erfahrung, die Einsicht, dass der Berg eine Macht ist, die sich jenseits menschlicher Kontrolle befindet. Der Everest, so beeindruckend er ist, spiegelt auch die Zerbrechlichkeit des Menschen wider. Für viele Bergsteiger ist es nicht die Höhe an sich, die die größte Angst auslöst, sondern die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit. Der Gipfel des Everests, ein Ort der Stille und des ewigen Schnees, scheint unerreichbar fern und doch verlockend nah. In dieser extremen Höhe werden die Kletterer mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Jeder Schritt ist ein Kampf gegen die Naturgewalten, gegen den eigenen Körper, gegen die Kälte und gegen den Instinkt. Für mich persönlich ist den Mount Everest zu besteigen quasi undenkbar, nicht nur weil ich das körperlich niemals packen würde. Ich habe Höhenangst. Die Angst vor der Höhe ist eine der grundlegendsten menschlichen Ängste. Die sogenannte Agoraphobie hat evolutionsgeschichtliche Wurzeln, da der Mensch auf festem Boden überleben musste. Hohe Orte bedeuteten Gefahr und das Risiko eines Sturzes konnte den Tod bedeuten. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die extreme Höhe des Everest bei mir eine tief verwurzelte Angst auslöst. Der Gedanke, sich in einer solchen Höhe zu befinden, in der der feste Grund so weit entfernt ist, dass es fast wie eine abstrakte Idee wirkt, ist einfach beklemmend. Diese Höhenangst, die viele Menschen wie ich auf Brücken oder hohen Gebäuden empfinden, wird auf dem Everest in extremer Weise potenziert. Hier gibt es nicht nur die Gefahr, den Halt zu verlieren und zu fallen, sondern auch die physische Bedrohung, die durch den Sauerstoffmangel, die schwache Atmosphäre und die Wetterbedingungen entsteht. Gepaart mit dem Gedanken an die vielen Toten in Gipfelnähe macht das den höchsten Ort der Welt für mich gleichzeitig auch zu einem der unheimlichsten dieser Erde. Höhenangst begleitet mich schon eine ganze Weile. Ich weiß aber auch, dass ich nicht schon immer darunter litt. Darunter litt. Früher macht es mir nichts aus, auf Bäume zu klettern oder über hohe Mauern zu balancieren. Erst während meiner späteren Jugend entwickelte sich dieses seltsame Gefühl, sobald ich mich weit vom Boden entfernt fühle. Das ist nicht die einfache Furcht vor dem Fallen, sondern ein überwältigendes Gefühl des Kontrollverlusts, das mich erfasst. Es beginnt mit leichtem Schwindel und weich werdenden Beinen und dann kommt das Herzklopfen und letztendlich realisiere ich, dass ich Schweiß auf der Stirn habe und in Panik verfalle. Solche Symptome und ihre Auslöser können von Mensch zu Mensch variieren. Bei mir ist zum Beispiel der Blick in einem Kaufhaus runter auf die nächste Etage noch recht machbar, also solange ein Geländer zwischen mir und dem Abgrund ist. Dafür sind auf einer Leiter schon 1,5 Meter eine recht schwindelerregende Höhe. Bei anderen kann das völlig anders aussehen. Manche verspüren beispielsweise in geschlossenen Räumen gar keine Höhenangst. Interessanterweise ist es aber nicht nur die Höhe an sich, die mich beunruhigt, sondern die Tatsache, dass ich der Höhe ausgesetzt bin. Darum ist das Geländer auch so wichtig. Der Gedanke, dass ich in den Abgrund stürzen könnte oder schlimmer noch, dass ich selbst springen könnte, ist furchtbar beängstigend. Ob Agoraphobie oder nicht, vielleicht kennt ihr das ja auch. Diese irrationale, fast unbewusste Vorstellung, dass man doch einfach springen könnte, wohl wissend, was das wohl bedeutet. Ich bin nicht suizidgefährdet und selbst wenn, dann würde ich schon bis zum Äußersten getrieben werden müssen, um mich irgendwo runterzustürzen. In den Momenten, in denen man am buchstäblichen Abgrund steht, fühlt es sich jedoch manchmal so an, als ob diese düstere Möglichkeit wirklich existieren könnte. Diese inneren Impulse nähren die Agoraphobie. Manchmal frage ich mich, ob es jemals möglich sein wird, diese Angst vollständig zu überwinden. So selten wie ich aber noch mit Höhen in Berührung komme, bleibt es jedoch vorerst ein Teil meines Lebens. Ein Teil, der mich immer wieder an die Grenzen meiner eigenen Psyche erinnert. Das klang jetzt vielleicht etwas theatralischer als es sollte. Was ich sagen möchte, Phobien sind etwas Faszinierendes. Eine Phobie ist mehr als eine normale Angst. Sie ist eine übertriebene und oft irrationale Reaktion auf eine spezifische Situation oder ein Objekt. Was diese Ängste von alltäglichen Befürchtungen unterscheidet, ist ihre Intensität und die Tatsache, dass sie sich oft nicht durch logische Argumente abmildern lassen. Auf der Leiter weiß ich eigentlich, dass kaum was passieren kann, wenn ich nur die Ruhe bewahre und entspannt bleibe. Trotzdem ist das unwohle Gefühl so überwältigend, dass mein Gehirn in den Sofort-Absteigen-Modus wechselt und Schweiß ausbricht. Solche körperlichen Reaktionen auf irrationale Ängste entziehen sich der Kontrolle des Betroffenen und verstärken das Gefühl der Hilflosigkeit.
Viele Phobien haben keinen klaren Auslöser und scheinen tief in unserer Biologie verankert zu sein. Evolutionär betrachtet sind Ängste nützlich und bewahren uns davor, unbedacht in gefährliche Situationen zu geraten. Doch bei irrationalen Phobien ist diese Schutzfunktion übersteigert. Man betrachtet unbewusst auch kleine Hindernisse und Situationen als große Gefahren. Aber was macht irrationale Phobien so faszinierend? Ein Grund dafür liegt in der Unkontrollierbarkeit dieser Ängste. Sie überwältigen uns in Momenten, in denen wir glauben, sicher zu sein. Diese Invasion irrationaler Gefühle erinnert uns daran, dass wir trotz all unserer Fortschritte als moderne Menschen nicht vollständig über unser eigenes Wesen herrschen. Wir haben gelernt, den Weltraum zu erkunden, die Ozeane zu erforschen und Krankheiten zu heilen. Doch eine einfache Anhöhe kann uns entgleiten lassen und uns in einen Zustand der Panik versetzen. Es ist diese Diskrepanz zwischen unserer rationalen Welt und dem irrationalen Verhalten, das uns fasziniert. Phobien lassen uns spüren, dass es in uns Kräfte gibt, die wir nie vollständig beherrschen werden. Irrationale Phobien können auch Spiegel unseres Unterbewusstseins sein. Sie bringen Ängste an die Oberfläche, die wir im Alltag unterdrücken oder ignorieren. Die Unfähigkeit, eine irrationale Angst zu kontrollieren, zeigt uns, dass wir nicht immer rational handeln und dass in uns Kräfte wirken, die wir nicht immer verstehen. Diese Phobien verweisen auf tiefere, verborgene Ängste. Die Angst vor dem Verlust von Kontrolle, vor dem eigenen Scheitern oder vor der Unvorhersehbarkeit des Lebens. Die Faszination, die irrationale Phobien auf uns ausüben, spiegelt sich in unserer Kultur wider. Filme, Bücher oder Videospiele nutzen oft die Macht dieser Ängste, um interessante Geschichten zu erzählen. Ob es das beengte Gefühl ist, in einem dunklen Raum eingeschlossen zu sein oder die bedrohliche Präsenz einer harmlosen Spinne. Phobien schaffen eine direkte Verbindung zum Unterbewusstsein des Publikums. Viele Horrorfilme spielen gezielt mit solchen Ängsten, weil die Autoren wissen, dass sie eine universelle Anziehungskraft haben. Das Publikum wird von den irrationalen Ängsten gepackt, weil sie in jedem von uns existieren, auch wenn wir sie im Alltag nicht bewusst wahrnehmen. Der starbesetzte Film Everest aus dem Jahre 2015 behandelt die Ereignisse der Unglückstage im Jahre 1996. Die Tage, als auch Zewang Paljor sein Leben verlor. Everest zeigt recht eindrücklich die Gefahr des Wetters und der Kälte in diesen hohen Höhen. Im Film Fall aus 2022 spielt die Höhenangst an sich aber eine zentralere Rolle. Dabei behandelt er mehrere Themen, die sich rund um die menschliche Psyche, Überlebensinstinkt und emotionale Verarbeitung von Verlust drehen. Er erzählt die Geschichte der Freundinnen Becky und Hunter. Beckys Ehemann starb bei einem Kletterunfall, was sie in eine Depression treibt. Um ihr zu helfen, ihre Ängste zu überwinden, beschließt Hunter, sie zu einem extremen Abenteuer zu überreden. Die Besteigung eines abgelegenen, 300 Meter hohen Sendemastes. Doch nach dem gefährlichen Aufstieg bricht die Leiter unter ihnen zusammen und sie sind auf einer winzigen Plattform in schwindelerregender Höhe gefangen. Ohne Ausrüstung, Nahrung oder Aussicht auf Hilfe müssen sie kreative Lösungen finden, um zu überleben und zu entkommen. Fall folgt einem recht häufig gesehenen Konzept, klaustrophobischer Horror, in dem Charaktere von einer höheren Gewalt im Würgegriff gehalten werden und in hoffnungslosen Situationen überleben müssen. In Buried aus 2010 wird ein Mann lebendig in einem Sarg begraben und kämpft gegen die Zeit, um sich aus der Situation zu befreien. 127 Hours, ebenfalls aus 2010, erzählt von einem Bergsteiger, der in einem abgelegenen Canyon feststeckt und gezwungen ist, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Nach einem Unfall mit einem Segelboot muss Robert Redford in All is Lost von 2013 auf dem Ozean gestrandet gegen die Naturgewalten kämpfen, um zu überleben. Diesen Trend startete wohl der Thriller Open Water. Hier werden zwei Touristen nach einem Tauchurlaub auf hoher See vergessen. Ihr anfänglicher Glaube an ein Missverständnis wandelt sich schnell in Verzweiflung, Panik und schließlich ein tragisches Ende. Ein weiterer Film, der dieser Formel folgt und ähnlich wie Fall die Höhenangst mit einbezieht, ist Frozen. Also nicht der Disney-Film, sondern der Thriller aus 2010. Hier wird eine Gruppe Skitouristen auf einem Lift vergessen. Die Naturgewalt der Kälte wird zum zentralen Gegner des Films, während zwischen den Gefangenen und ihrer Freiheit einzig und allein die Höhe des Lifts steht. All diese Filme ähneln sich in dieser einen Sache.
Es gibt kein Gut, kein Böse, keinen Serienmörder, der nach dem Leben der Protagonisten trachtet. Der Antagonist dieser Filme ist die überwältigende Macht der Natur selbst, welche eine tiefe Urangst in uns hervorruft. Entweder die Angst vorm Ertrinken, wie in All is Lost, oder umgekehrt die Angst vorm Verdursten, wie in 127 Hours. Open Water und Frozen triggern die Angst vorm Vergessenwerden mit all dessen Konsequenzen. Fall stützt sich maßgeblich auf die Akrophobie. Becky leidet nach dem Tod ihres Mannes unter Angstzuständen. Sie möchte nie wieder klettern, was zuvor noch ihr liebstes Hobby war. Ihr Interesse daran starb allerdings zusammen mit ihrem Mann. Dieser Ausflug, der ihr eigentlich die Freude an Höhen zurückgeben sollte, wandelt sich letztendlich in einen akrophobischen Albtraum. Fall nimmt sich dem Thema Höhenangst in einem sehr buchstäblichen Sinne an. Höhe stellt im Film oft lediglich unüberwindbares Terrain dar, was die Charaktere dazu bringt, andere Wege zu wählen. Writer nutzen sie also schlicht, um den Plot in gewisser Weise voranzutreiben oder in eine gewünschte Bahn zu lenken. In Fall ist unüberwindbares Terrain quasi der Plot des Films. Andere Filmemacher nutzen Akrophobie aber auch gerne im übertragenen Sinne. Alfred Hitchcocks Vertigo aus dem Jahre 1958 ist nicht nur ein einflussreicher Film, sondern auch ein tiefgründiges Werk, das die menschliche Psyche erforscht. Ein zentrales Thema des Films ist die Höhenangst des Protagonisten Scotty Ferguson. Diese Angst spielt nicht nur eine wichtige Rolle für den Plot, sondern wird auf interessante Weise genutzt, um Themen wie Kontrolle, Manipulation und Besessenheit darzustellen. In Vertigo dient die Höhenangst als Metapher für psychologische und emotionale Abgründe, die den Film durchziehen. Zu Beginn erfahren wir, dass Scotty unter schwerer Höhenangst leidet, ausgelöst durch einen Vorfall während einer Verfolgungsjagd auf den Dächern von San Francisco, bei dem ein Kollege in die Tiefe stürzte. Dieses traumatische Ereignis führt zu einer frühen Pensionierung und legt die Grundlage für seine psychische und emotionale Fragilität im Laufe des Films. Seine Akrophobie wird zu einem zentralen Hindernis in seinem Leben und prägt seine Handlungen und Entscheidungen. Höhenangst, so wie Hitchcock sie darstellt, ist mehr als nur eine Angst vor der Höhe. Sie ist eine Verkörperung von Verlust an Kontrolle. Scottys Unfähigkeit, sich der Höhe zu nähern, spiegelt seine allgemeine Unfähigkeit wider, mit emotionaler Unbeständigkeit und Unsicherheit umzugehen. Er wird unfähig, sich den metaphorischen Höhen in seinem Leben zu stellen, sei es in Form von intimen Beziehungen oder der Suche nach persönlicher Erfüllung. Hitchcock setzt außerdem filmische Techniken ein, um Scottys Höhenangst für das Publikum greifbar zu machen. Besonders auffällig ist der Einsatz des Dolly-Zooms, der speziell genutzt wurde, um die Erfahrung von Schwindel zu visualisieren. Dieser Effekt verzerrt die Perspektive und erzeugt ein Gefühl der Desorientierung, das den Schwindel und die Panik widerspiegelt, die Scotty in diesem Moment empfindet. Der Zuschauer wird also direkt in das Erleben von Scottys Angst hineingezogen, was die emotionale Intensität verstärkt. Die Höhenangst ist in Vertigo aber nicht nur ein physisches Problem, sondern auch eine psychologische und emotionale Metapher. Sie steht symbolisch für Scottys Angst vor dem emotionalen Sturz, vor dem Verlust von Kontrolle und Macht über sein Leben und seine Beziehungen. Die Bedeutung der Höhenangst kulminiert in der Schlussszene, als Scotty den Glockenturm besteigt. Doch anstatt seine Erlösung zu erfahren, führt seine Überwindung der Angst nur zu einer weiteren Katastrophe. Hier zeigt Hitchcock, dass das Überwinden einer physischen Angst nicht immer die Lösung für tiefe psychische Probleme ist. Scotty mag den Turm bestiegen haben, aber er ist immer noch gefangen in seiner Obsession und seinem Trauma. Das wiederholte Motiv des Sturzes zeigt, dass Scotty nicht nur Angst vor der Höhe hat, sondern auch vom Scheitern, vor dem Fall ins Leere, sei es physisch oder emotional. Diese Angst prägt seine Beziehungen zu den Frauen in seinem Leben, die er immer wieder idealisiert und letztendlich doch verliert. Eine komplett andere Darstellung der Angst vorm Fallen lässt sich im Manga Chainsaw Man finden. Falls ihr die Serie nicht kennt, in der Welt von Chainsaw Man manifestieren sich kollektive menschliche Ängste in Form von physischen Wesen, die Teufel genannt werden.
Im Grunde gibt es für jede erdenkliche Angst einen Teufel. Das reicht von Dingen wie dem Pistolenteufel bis zum Tomatenteufel. Je gefürchteter das Konzept, worauf der Teufel basiert, desto stärker ist er. Soll heißen, vor Hühnchen hat kaum einer Angst, darum ist der Hühnchenteufel schwach. Vor Pistolen haben allerdings einige Angst, also ist der Pistolenteufel eine Massenvernichtungswaffe. In Chainsaw Man manifestieren sich aber auch abstrakte Phobien wie die Angst vom Altern oder die Angst vor Kontrolle zu physischen Wesen mit eigenem Bewusstsein. So auch der Falling Devil, der auf der menschlichen Angst vorm Fallen basiert. Witzigerweise entschied sich der Autor und Zeichner Tatsuki Fujimoto dazu, den Falling Devil als diese abscheuliche Köchin darzustellen, die aus Menschenteilen ein köstliches Gericht zaubert. Es ist halt ein Manga, was soll ich sagen? Was ich aber interessanter finde, ist, was der Falling Devil in der Story mit den anderen Charakteren macht. Er zwingt sie mit übernatürlichen Kräften dazu, Traumata aus ihrer Vergangenheit erneut zu durchleben, wodurch sie auf umgedreht metaphorische Weise anfangen, nach oben zu fallen. The lower the heart sink, the higher the body falls. That's the concept of this dish. May the flavor of past traumas delight your taste buds. Im weiteren Verlauf der Geschichte entwickelt sich eine regelrechte Verfolgungsjagd zwischen den Protagonisten und dem Falling Devil. Er ist eine absolute Naturgewalt, gegen ihn zu kämpfen ist zwecklos. Alles, was man ihm entgegenwirft, scheint ihn lediglich kurz zu kratzen, als würde eine Fliege ihn nerven. Das Fallen wird in Chainsaw Man als Primordial Fear, also menschliche Urangst, beschrieben. Diese Monster der Geschichte, welche auf diesen Urängsten basieren, werden in Chainsaw Man zu übermächtigen und fast gottgleichen Wesen. Ihre Macht kann nicht gestoppt werden, man kann sich ihnen lediglich zu entziehen versuchen. In gewisser Weise schuf Fujimoto damit die ultimative Metapher für irrationale Ängste. Angst kann dich auch im wirklichen Leben wie ein Monstrum verfolgen. Sie kann dich lähmen, deine Handlungen beeinflussen und dein Leben unter ihre Kontrolle bringen. In Chainsaw Man jagen Teufelsjäger diese manifestierten Ängste. Ein Tomatenteufel ist leicht zu besiegen. Wahrscheinlich schaffen es auch die meisten, ihre Angst vor Tomaten zu überwinden. Die Angst vor dem Fall ist aber, ähnlich wie die Angst vor Dunkelheit oder dem Tod, unbesiegbar, weil sie auf einem tiefen, psychologischen Instinkt basiert. Es existieren viele schockierende Aufnahmen vom 11. September 2001. Als die Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers einschlugen, waren viele Menschen in den oberen Stockwerken eingeschlossen. Aufgrund der enormen Hitze und des Rauches, der durch die Explosionen und das Feuer entstand, hatten sie keine Fluchtmöglichkeiten mehr. Einige entschieden sich, den Freitod durch Sturz aus dem Fenster vorzuziehen. Es wird geschätzt, dass etwa 200 Menschen bei Sprüngen aus den Türmen ihr Leben verloren, noch bevor sie kollabierten. Richard Drew, ein erfahrener Fotograf, war am Morgen des 11. September ursprünglich beauftragt, eine Fashion-Show in Manhattan zu fotografieren. Nachdem die Anschläge stattfanden, wurde er jedoch zur Berichterstattung über die Katastrophe geschickt. Er kam in die Nähe des World Trade Centers, als die Tragödie bereits in vollem Gange war, und begann, die Ereignisse zu dokumentieren. Während er den Nordturm fotografierte, fing er in einer Serie von Bildern einen Mann ein, der kopfüber in die Tiefe stürzte. Dieses hier wurde später unter dem Titel Falling Man weltberühmt. Das Bild zeigt den Mann, wie er scheinbar ruhig und gleichmäßig in Richtung Boden fällt. Diese Momentaufnahme sticht besonders heraus, da sie den Fall in einer ungewöhnlich kontrolliert wirkenden Haltung festhält, die fast surreal erscheint. Dreht man das Bild um 90 Grad, wirkt es fast so, als würde der Mann auf einer Treppe schlafen. Falling Man ist eine düstere Erinnerung an die Schrecken des 11. September und die Verbildlichung der Angst vor dem Terror. Ich kann mir nur kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als in den Tod zu stürzen. Der Mann auf dem Bild erinnert mich aber daran, dass diese Art zu gehen für ihn wahrscheinlich eine Erlösung war.
Man kann den Fall in den Tod also nicht nur als etwas Schreckliches betrachten. Manchmal kann er auch eine Art Gnade der Natur sein, die einen vor einem noch grausameren Schicksal bewahrt. Für den fallenden Mann, der am Rand der Klippe stand, war die Erkenntnis, dass er springen könnte, keine erschreckende. Vielmehr war sie ein willkommen heißender Ausweg. Der plötzliche Impuls, eine lebensgefährliche Handlung auszuführen, wird unter dem Begriff Call of the Void zusammengefasst, der Ruf der Leere. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass solche Erfahrungen unabhängig von suizidalen Gedanken auftreten, also nicht für einen solchen unterbewussten Todeswunsch sprechen. Dennoch wirft das Phänomen viele Fragen auf, denen Lara Wiesmann aus der Fakultät der Psychologie der Ruhr-Universität Bochum nachgeht. Friedrich Nietzsche schrieb in seinem Werk Jenseits von Gut und Böse: Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Diese Aussage kann als Reflexion über den Call of the Void interpretiert werden. Der Abgrund symbolisiert hier die existenziellen Fragen und dunklen Seiten der menschlichen Natur, die uns zuweilen in Versuchung führen, die Grenze zum Unbekannten oder Selbstzerstörerischen zu überschreiten. Der Ruf der Leere könnte als das unerklärliche Gefühl gesehen werden, den Blick in den Abgrund nicht abzuwenden. Doch dieser Impuls ist nur ein Moment, ein Blick in die Tiefe, die uns daran erinnert, dass das Potenzial zur Selbstzerstörung immer vorhanden ist. Wie Nietzsche betont, geht es darum, diesen Blick zu erkennen und sich dessen bewusst zu sein, ohne ihm nachzugehen. Sartres Konzept der Geworfenheit bedeutet, dass wir ohne festgelegten Sinn in diese Welt geworfen werden und uns selbst definieren müssen. Der Call of the Void könnte in diesem Sinne als Moment verstanden werden, in dem man die entsetzliche Weite der eigenen Freiheit erkennt. Die Vorstellung des Sprungs symbolisiert die erschreckende Einsicht, dass man jederzeit die Möglichkeit hat, das Leben zu beenden, was letztendlich die Fragilität des Daseins und die Konsequenzen der freien Entscheidungen deutlich macht. Sigmund Freud führte das Konzept des Todestriebs ein, das den menschlichen Drang beschreibt, zurück zu einem Zustand der Unbelebtheit zu kehren. Im Gegensatz zu Freuds Lebenstrieb, der auf Überleben, Fortpflanzung und Erfüllung gerichtet ist, repräsentiert der Todestrieb eine destruktive Kraft, die zur Selbstzerstörung führen kann. Der Ruf der Leere könnte in dieser Perspektive als ein flüchtiger Ausdruck des Todestriebs verstanden werden, der in Momenten der Konfrontation mit gefährlichen Situationen aufblitzt. Doch im Gegensatz zum bewussten Wunsch nach Selbstzerstörung ist der Call of the Void nicht begleitet von einer aktiven Absicht, sondern bleibt eher ein irrationaler Impuls, der oft durch die Dominanz des Lebenstriebs ausgeglichen wird. Diese Balance zwischen den beiden Trieben bestimmt unser Verhalten und der Gedanke an den Sprung in den Abgrund zeigt, dass selbst in den scheinbar sichersten Momenten unbewusste, destruktive Tendenzen auftauchen können. Diese Balance zwischen dem Lebenstrieb und den destruktiven Impulsen zeigt sich besonders deutlich in der Höhenangst. Der Abgrund symbolisiert nicht nur eine physische Gefahr, sondern auch eine tiefe psychologische Konfrontation mit unseren inneren Ängsten oder Traumata. Höhenangst ist mehr als die Furcht vor dem Sturz. Sie steht für das Bewusstsein unserer eigenen Verletzlichkeit und den unbewussten Drang, die Kontrolle über unser Leben zu verlieren. Der Call of the Void ist in diesem Kontext ein flüchtiger Gedanke, der uns zeigt, wie fragil unsere psychische Stabilität sein kann, selbst in Momenten der vermeintlichen Sicherheit. Ein extremes Beispiel dafür ist der Everest. Der höchste Berg der Welt zieht Menschen an, die das Bedürfnis haben, sich selbst zu überwinden, physisch und mental. Doch für viele Bergsteiger ist die eigentliche Herausforderung nicht nur der Aufstieg, sondern die psychische Belastung in der Todeszone. Der Everest wird zum ultimativen Test. Die dünne Luft, die Isolation und der weite Blick in den Abgrund rufen dieselben inneren Konflikte hervor wie in der Höhenangst. Auf der einen Seite der Drang zu überleben, auf der anderen die unbewusste Konfrontation mit der Möglichkeit des Scheiterns oder sogar des Loslassens. Akrophobie, ob im Alltag oder in extremen Situationen, ist letztendlich eine tiefgreifende psychologische Erfahrung. Sie zwingt uns, uns mit unseren eigenen Grenzen auseinanderzusetzen, mit dem Bedürfnis nach Kontrolle und der latenten Furcht, diese Kontrolle zu verlieren. Doch es ist genau diese Konfrontation, die uns stärker macht. Indem wir die Angst erkennen und ihr begegnen, gewinnen wir nicht nur an Selbstbewusstsein, sondern auch an Verständnis für die komplexen, manchmal widersprüchlichen Kräfte, die uns alle als Menschen ausmachen.
gehabt euch wohl.